Ja, moin zusammen. Ich bin wieder da. Nach knapp 2 Wochen Umräumen habe ich jetzt einen schönen Streaming-Raum, einen Bastelraum, Bastelstelle. Da mache ich auch mal demnächst eine kleine Room-Tour, wie der Raum jetzt hier aussieht für euch. Und im jetzigen Video geht es um HeroQuest. Da werde ich einen Zwerg bemalen. Als Ersatz quasi für den Standardzwerg von HeroQuest. Ich habe ja gesagt, ich will HeroQuest einmal so quasi komplett so machen, wie ich es gerne hätte. Und da kommen halt auch noch ein paar neue Charaktere, Rassen etc. zu. Da bin ich auch schon ein bisschen dran, was vielleicht Regelwerke und sowas angeht. War schon am Überlegen, ob man da sowas machen kann, wie, weiß ich nicht. Dass die Leute essen müssen oder whatever, ne? Auf jeden Fall neue Rassen, neue Klassen kommt auf jeden Fall zu und natürlich alles schön mit 3D-Druck und Basteln und ja. Und wie gesagt, da habe ich jetzt den Zwerg bemalt, den finde ich ganz cool und ich hoffe ihr auch. Viel Spaß beim Video. Bis später. Ja, da sind wir wieder. Ihr seht, ich habe wie immer schon schwarz grundiert. Und jetzt werden wir, wie immer, den Spaß erstmal mit einem Grau und dann mit einem Weiß drybrushen, um ein bisschen noch die Konturen und Ähnliches rauszuholen. Und dann werden wir mal schauen, wie es hinterher aussieht. Bis gleich. Oh nein, ich muss mich korrigieren. Wir werden das gar nicht mit Grau machen. Genau, ich hatte mir überlegt, das mal mit Banshee Brown zu versuchen, mal zu gucken, wie es ist, wenn man eine andere Grundierfarbe nimmt. Also nicht weiß, sondern wie jetzt zum Beispiel braun. Das müsste ja eigentlich auch bei den Farben dann einen Effekt haben. Und ja, das wird sicher interessant. Bis gleich. So, fertig ist er. Also zumindest die Braungrundierung. Sieht so ein bisschen aus wie eine Elfenbeinfigur, finde ich. Oder so eine Knochenschnitzerei oder sowas. Hat auf jeden Fall was. Mir gefällt es auf jeden Fall schon. Man sieht auf jeden Fall gut die Konturen. Jetzt nehmen wir uns tatsächlich noch ein bisschen Weiß. Da werde ich aber nur ganz, ganz leicht drüber gehen. Damit halt das Braun nicht direkt wieder weg ist quasi. Also wirklich nur ganz wenig, ganz, ganz wenig Weiß und dann wirklich nur, ich sag mal, dass wirklich die höchsten Stellen heller sind, als die halt darunter liegen. So, das haben wir auch. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera erkennt. Keine Sorge, die Einstellung habe ich auch verbessert mittlerweile, dass die Kamera nicht immer hin und her und die Farbe und so ändert. Ich habe mir dafür jetzt ein Programm geholt, weil in OBS komischerweise meine Kamera nicht speichert, wie ich sie einstelle. Und das ist manchmal ein bisschen doof. Ich habe ja manchmal echt nur irgendwie eine halbe Stunde, um irgendwas zu malen und dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Dann machst du wieder Stopp bei deinen Aufnahmen, fährst manchmal Computer runter oder manchmal auch nicht, je nachdem. Aber dann sind die Einstellungen immer wieder für den Poppes. So, das haben wir soweit. Jetzt werden wir uns mal überlegen, wie wir die Farben machen. Ich hatte mir überlegt, auf jeden Fall muss da Blau und Rot bei. Natürlich auch Fellfarben. Wobei ich auch ernsthaft am Überlegen bin, ob ich das Fell nicht einfach weiß lasse. Also dieses helle Fell hätte natürlich auch was. Aber das wäre ja langweilig, ne? Könnte ja jeder. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt seht ihr es, was ich meinte. Jetzt ist das irgendwie mit der Kamera wieder ein bisschen dunkler geworden. Das ist halt manchmal echt zum Verrücktwerden hier. So, beginnen tun wir tatsächlich mit Crusader Skin. Für den Kopf mit den gar wunderbaren Haaren. Also sprich, er hat gar keine. Und dann natürlich ein bisschen mit den Händen und Armen. Da sieht man nämlich auch noch ein bisschen Haut draus. Und
Das klappt, glaube ich, auch schon ganz gut. Ich finde es halt immer cool, wenn Zwerge ein bisschen dunkler sind. Warum auch immer, sie leben eigentlich unter der Erde. Eigentlich müssten die voll hell sein, aber ich weiß nicht, das Schmiedefeuer oder so, das sorgt dafür, dass sie immer ein bisschen dunklere Hautfarbe haben bei mir. Ich weiß es nicht. Aber, ja, ich finde halt, die sollen gesund aussehen, ne? Wenn du die wirklich so blass machst oder so, ja, sehen die halt nicht gesund aus. Genauso umgekehrt bei Elfen. Elfen sollen auch immer Bernstein, sag ich schon, hier so, wie heißt das? Elfenbeinfarbene Haut haben, wo ich mir so denke, hä, die rennen doch draußen rum und gerade Waldelfen und so, das sind doch alles, warum sollen die denn immer so hell sein und warum sollen Zwerge so dunkel sein? Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Aber ja gut, ist wahrscheinlich irgendein Schönheitsideal oder weiß ich nicht, aus der damaligen Zeit. Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ich mache ein bisschen Musik. So, Hände habe ich, Arme habe ich, Gesicht und Kopf habe ich. Jetzt habe ich überlegt, mir als nächstes eine schöne Farbe für den Tartan oder Kilt oder von mir aus auch Rock, den er anhat. Ich finde aber Tartan besser. Da werde ich jetzt auf jeden Fall Blau benutzen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Highlord Blue nehme oder Magic Blue. Aber ich glaube, es wird, ja, ich glaube, es wird hier dieses Magic Blue. Und damit machen wir dann den Rock und vielleicht noch ein, zwei Detoys. Nein, wir nehmen doch Highland Blue. Highland Blue ist nicht so kräftig, so Magic-mäßig halt. Passt, glaube ich, besser. Ist so ein bisschen dunkler. Nicht so leuchtend. Leuchtend. Mensch. Heute Sprachfindungsstörung. So, als nächstes nehmen wir uns Darkwood Brown und bemalen damit halt Schuhe und Armschutz etc. pp. So, als nächstes nehmen wir uns, jetzt kommt eine meiner Lieblingsmischungen, die ich immer gerne mache für Metalle. Wir nehmen Graveyard Grau, also Graveyard Grey, und jetzt für den Zwerg zum Beispiel das ganz normale Silber. Bei Menschen oder anderen Rassen nehme ich das ganz normale Boltgand Silver. Aber hier nehme ich jetzt tatsächlich so ein helleres, weil das soll halt eine Mithril-Axt sein. Ne? Das mischen wir ungefähr zu gleichen Teilen, tatsächlich. Also es muss schon ein bisschen flüssiger sein als die Metallic-Farbe. Und damit können wir dann schön die Axt bzw. das Axtblatt bemalen. Und vielleicht noch ein, zwei Metallstellen, die dieser schöne Zwerg hier irgendwo hat. So, jetzt habe ich natürlich verpeilt, euch zu sagen, dass ich mit dem Graveyard Grey auch noch das Fell gemacht habe. Jetzt nehmen wir uns Holy White und benutzen das tatsächlich, um ein paar Akzente ein bisschen zu setzen. Zum Beispiel gucke ich, dass ich jetzt da so ein bisschen Details am Gürtel, am Stoff noch etc. machen kann. Mit dem Silber haben wir jetzt, wie gesagt, sehr viel Schnallen, Gürtel und auch die Axt gemacht. Und jetzt kommt halt mit Holy White. Zum Beispiel ist das so ein zweilagiges Fell. Das zweite, also das untere, wird weiß. Und dann verteile ich noch so ein bisschen. Der hat eigentlich auch Fell unter den Armschienen und Fell in den Schuhen und so. Und das möchte ich alles so dieses Holy White-mäßige machen. Ihr seht,
Das wird schon ein bisschen, ist schon ein bisschen gräulich. Das ist also nicht wirklich knallig weiß, ne, wie die Grundierung, sondern so ein bisschen grau-weiß. Aber das sieht hinterher ganz cool aus, wenn das getrocknet ist. Ja, jetzt habe ich euch aus Versehen vergessen zu sagen, dass wir das ganz normale Leather Brown für Schuhe und Gürtel nehmen. Und jetzt nehmen wir uns nochmal das Gravelord Grey und schauen mal, dass wir damit zum Beispiel das Base machen, aber auch den Bart und noch ein paar kleine Details. So, jetzt haben wir die Schuhe, den Bart, unten die Steinsachen haben wir soweit auch, wenn ich das richtig sehe. Ja, jetzt nehmen wir uns nochmal Graveyard Grey, Gravelord Grey, was habe ich denn immer mit Graveyard? Damit möchte ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video seht, die Axt hat so Runenverzierungen im Axtblatt und die möchte ich jetzt natürlich ein bisschen hervorheben. War erst am überlegen, ob ich irgendwas Magisches mache, ne? So ein magisches blaues Leuchten oder so. Aber es ist halt eine Standard-Axt und deswegen habe ich mir gedacht, du machst es einfach nur ganz normal, so ein bisschen schwarz, beziehungsweise grau. Und dafür werde ich jetzt ein bisschen mehr Farbe tatsächlich auf den Pinsel gleich nehmen. Hier jetzt gerade korrigiere ich noch zwei, drei Kleinigkeiten, zum Beispiel an den Schultern. Ja, die sind ja auch mit dem Silber. Da mache ich jetzt Graveyard am Rand, weil am Rand haben die halt so eine Ecke, sag ich mal. No, also so ein kleines Detail. Da gehe ich gerade auch ein bisschen mit dem Gravelord Grey drüber. Und jetzt mache ich mich an die Axt. Und da werden wir dann auch sehen, das macht hinterher einen richtig netten Unterschied. Und mein Dank geht natürlich auch wieder an alle Abonnenten und Leute, die sich das Video ansehen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte lasst doch gerne ein Abo da, dann schaffen wir vielleicht sogar schon die 1000 demnächst. Wie gesagt, ab jetzt kommen auch wieder regelmäßig Videos. Und ab Oktober werde ich auch wieder live bei Twitch sein. Einmal die Woche werden wir live zusammen malen und einmal die Woche werden wir irgendwas zusammenzocken oder halt, ja, eigentlich zocken wir dann zusammen, weiß ich nicht, Deep Rock Galactic, Monster Hunter und was es sonst noch so gibt, vielleicht mal ein paar Shooter, mal schauen. Jetzt mache ich noch hier ein paar Kleinigkeiten, aber ich muss sagen, mir gefällt dieser Zwerg sehr, sehr gut und da habe ich mir auch echt Mühe mitgegeben, muss ich zugeben. auch wenn ich ein bisschen was Neues ausprobiert habe, finde ich, ich habe es ganz gut hingekriegt. Lasst gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Hier mal ein bisschen was näher zum Gucken. Ne? Und ihr seht, die Axt und die Schulterplatten, das bringt echt was, wenn man da so ein bisschen Detail reinholt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.